Okay, er tweetet auf Englisch, warum auch immer, dass er nicht geteamt hat. Er weiß nicht, warum er geflamed wird und dass er einfach ein ganz normaler Spieler ist. Hab die Clips gesehen, hab mich kaputt gelacht, danke. Raus. Also dümmer als das, was ihr gemacht habt, geht es auch einfach nicht, what the fuck. Time to go outside, no more Fortnite for you. Ihr könnt euch nicht mehr rausreden, das war so offensichtlich. Was laberst du? Wie soll man in 5 Games als Brüder immer den gleichen Spot landen? Alleine, dass ihr euch absichtlich abspricht, ist bannbar, alter Schwede. Selbst Verox tweetet drunter, you can't be serious. Snappy tweetet, yeah. Digga, was zur Hölle? Digga, die Comments töten mich gerade. In der 5. Runde Livestream wollten die anscheinend ihn contesten hier, den Ariana SMG. Der landet ja immer da oben. Der sieht das und zieht hier ab, warte mal. Und er ist sogar gestorben in dieser Runde, ziemlich early. Das sind Brüder, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Das sind Brüder, die sitzen wahrscheinlich auch irgendwie in gleichen Abständen zueinander. Er kriegt die AR? Sieht Joa? Sieht Brooklyn auf dem Haus? Und er aimt von links rüber nach rechts. Er guckt nicht mehr auf ihn. Können wir das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen unterstreichen? Vielleicht verstehen wir dann, was da abgeht. Das Animal, also das tut mir dann auch im Herzen weh. SF4, das ist einfach die Liebe, so wisst ihr, ich meine. Mal gucken. Guck mal, Brooklyn campt die ganze Zeit und jetzt sagt er zu ihm. Oder lass darauf. Er sagt, nein, das bin ich. Chill. Er ist unter uns. Okay, ich geh runter. Alles gut. Immer noch unten. Okay, komm, du von oben. Ja, ich komm von oben. Chill, das ist gerade ein bisschen auffällig. Egal, lass zusammen replacen. Du weißt, welchen Skin ich hatte, ne? Diesen weißen Skin. Guck mal, ich fight ihn. Schieß nicht auf mich. Ey, das bin ich. Alles gut. Geh auf den unten. Okay. Nice. Okay, einfach mal in die Luft schießen. Schieß mal einfach in die Luft, damit das nicht so offensichtlich ist, Bruder. Ja, okay. Was machen wir jetzt? Ja, ich box mich einfach rein. Scheiß drauf. Geh einfach weg. Ich tue so, als würde ich dich nicht fighten wollen. Ja, genau. Ich schieße einfach ein bisschen. Ja, nee, ich konnte den Shot nicht taken. Alles gut. Ich hau einfach ab. Ist ein cleverer Move von uns, weil wir rotaten beide in verschiedene Richtungen, so, weißt du? Das fällt gar nicht auf. Chill, ich treffe nichts. Auto-Aim ist aus. Also ich könnte... Und da hat Joa, glaube ich, noch zugeschaut. Deswegen tanzt er einfach. Also ich sag mal so viel. Ich will mal wissen, wie eure Meinung dazu ist, Livestream. Steig ein Boot. Komm, lass rotieren zusammen. Okay, ich sage euch genauso, wie das war, ne? Ich sage euch 1:1, wie das war in dem Call. Ich muss noch mal ein bisschen für Laune sorgen. Guck mal, genau hier. So. Da kommt jetzt der Pon-Pon-Tanz für Joa. Und jetzt guckt euch das an. Sein Bruder sitzt direkt neben ihm im Raum und sagt, ey, Bro, das ist mega auffällig, wenn wir jetzt beide in die gleiche Richtung gehen, aber wir uns nicht gegenseitig fighten. Und außerdem, so, wir haben uns jetzt auch gar nicht gefightet. Was machen wir jetzt? Ja, Bruder,
Weißt du was? Ich habe die Gottesidee. Ich fahre mit Boot auf dich, Digga. Und du schießt die ganze Zeit einfach nur auf das Boot, weil du kannst mich gar nicht hitten. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Wegen der Hitbox. Ja, ja, ja. Ja, okay, komm. Okay, wir machen das so. Perfekt, perfekt. Okay, das reicht, das reicht, das reicht. Lass erstmal chillen, lass erstmal chillen. Ich will mir das Lagerfeuer gleich gönnen. Chill, chill, chill. Spring nicht. Schieß nicht so viel, schieß nicht so viel. Ich habe keine Metz mehr. Egal, ich geh weg. Ich geh weg. Ja, ich auch, ich auch. Das ist gar nicht auffällig. Alles gut. Wir rotaten einfach nur gut. Weil in 3,5 Minuten kommt erst die Zone. In 3,5 Minuten ist erst die Zone da. Und wir haben ja komplett... Brauchen wir maximal 10 Sekunden bis zur Zone. Aber wir rotaten jetzt schon mal early. Das ist gut, das ist gut. Keiner kann uns dafür belangen. Ey, ich habe noch was in Shark gehört. Lass mal die Shark pushen. Das ist zu lachkick, wenn wir die jetzt einfach pushen zu zweit. No way. Als ob wir die pushen, Bruder. Let's go. Okay, komm. Abklatschen, abklatschen. Ja, okay, let's go. Das ist Mitro. Lass den shitten, lass den shitten. Ich bin fast da. Kommst du von oben? Kommst du von oben? Digga, der kennt einer. Ey, komm schnell, komm schnell. Nein, ich bin tot. Bist du das? Nein, das bist du gar nicht. Ich komme jetzt, ich komme jetzt. Egal, ich hole ihn. Ich hole ihn mir, ich hole ihn mir. Und da ist er. Wir gucken uns das nochmal an. Wir gucken uns das nochmal kurz an. Dafür, dass die Teams sind, sind ziemlich Dogshit. Also ich glaube, Dogshit trifft das noch nicht mal. Der arme Hund. Die arme Hundescheiße. Die ist noch ein bisschen besser. So. Jetzt kommt sein Bruder mit dem Boot und sagt so, ich bin jetzt unten. Komm jetzt von oben. Komm jetzt von oben. Die können doch Duo-Mates sein, Digga. Ganz ehrlich? Mit ihrer Kommunikation sind sie schon on point, ne? Bruder, komm, komm, komm. Was? Ich bin dead. Warte, ich komm. Mitru ist auch noch hier. Ja, okay, ich shit ihn. Genau so war das. Nichts anderes. Der macht nicht einen einzigen Kill über die ganze Runde. Noch mehr Ehre nehmen kann man den nicht. Ey, also, ganz ehrlich. Für offensichtliches Team. Komplett offensichtliches Team. Oder da bin ich raus. Ich schreibe morgen Epic Games selber. Das geht nicht, Digga. Das geht auf gar keinen Fall. So, ich habe mir das aufgeschrieben. Also, wenn die das jetzt noch nicht auf dem Schirm hatten, dann lasse ich die da auf jeden Fall mal rüberschauen. Weil das geht gar nicht, Mann. Also, die versauen nicht nur sich die Chancen für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob die so weit überblicken. Wisst ihr zufälligerweise, wie alt die sind? Vielleicht hat er noch seine Reboot-Karte. Stimmt. Also das Ding ist halt, sie verbauen nicht nur sich was für die Zukunft, sondern sie verbauen auch allen anderen, solche Leute wie Ariana SMG oder Micknub oder sonst wen oder auch Mitro. Okay, klar, natürlich Mitro hat schon sehr, sehr viele Earnings etc. Aber sie verbauen insgesamt einfach allen anderen Spielern in der Lobby was, wenn sie teamen. Wisst ihr, wie ich meine? Keiner muss verdammt nochmal teamen. Warum sollte man teamen? Das macht doch keinen Sinn. Das ist einfach unsportliches Verhalten, Alter. Komplett. Er callt ihm einfach. Reboot war noch nie so free, Bruder. Noch nie so free. Zweite Runde ist auch lustig. Da wollen wir da noch schnell reinschauen? Wir gucken mal rein. Was ist hier passiert? Die landen in Hollywood. Wo ist denn sein Bruder? Einfach Karriere zerstört, ja? Selbst schuld. Digga, Leute, eigentlich ist im Duo, wenn ich K drücke, das Switchen zum Duo-Mate. Ich habe gerade aus Versehen K gedrückt. Ich wollte zum Duo-Mate switchen und gucken, was sein Duo macht. Leute, es bringt aber auch nichts, sie zu beleidigen, ne? Also, jetzt mal Real Talk. Ich habe ja auch so eine kleine gewisse Aufgabe an euch, dass ihr solche Menschen nicht beleidigen müsst. Weil, dass sie Scheiße bauen, ja, aber ihr müsst nicht direkt auf deren Niveau runter. Wisst ihr, wie ich meine? Guck, wo dieser Scuffix ist. Digga, was? Guck mal. Sein Bruder fightet. Guck mal, was er macht. Okay, warte, ich helfe dir. Ich fahr ein bisschen. Chill. Schieß nicht auf mich, ich bin außen. Spray einfach auf die Wand. Real Talk, spray. Nein, ich fick ihn. Alles gut. Nein, ich hab ihn. Alles gut, brauch nicht mehr hergucken. Digga, diese Jungs, ne?
Die laufen immer so ein bisschen parallel zueinander, ne? Damit sie auch bloß nicht den Blickkontakt verlieren. Ihr wisst ja, die haben zu Hause gelernt, maximal 200 Meter Abstand halten für optimalen Blickkontakt. Jetzt fehlt nur noch, dadurch, dass er ja auch ein bisschen Low HP ist, dass Skuffix seinem Bruder dann nochmal ein Mini rüberschmeißt auf die andere Seite. Denkst du, die werden gebannt? Tausendprozentig. Also wenn die nicht gebannt werden, dann weiß ich auch nicht.